ganz herzlich. Wir haben vorhin hier gefrühstückt, aber wir haben jetzt schon die Sachen abgeräumt, weil, ja, damit die ganzen Aufstriche und Butter und die Wurstsachen nicht schlecht werden, haben wir sie schon reingetragen. Jetzt sitzen wir noch da, der Papa kommt gleich, der hat noch seinen Kaffee da. Das ist so lecker. Die Lisa hat hier einen Kakao, zeig mal. Wow, lecker. Und den Kakao Bad hat sie inklusive. Und ich trinke auch Kakao. Ich kann nämlich keinen Kaffee trinken. Also ich habe es probiert. Hauptkakao. Ja, das ist ja da. Prost. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was Prost ist. Also mal bei mir probieren. Ist dasselbe, oder? Ist lecker? Ja. Oh. Lecker. Also Haut von mit ein bisschen Kämmchen mit ein bisschen Auerletzt. Auerletzt? Luisa hat ein Auer, sie ist verletzt. Und sie hat sich mit Kakao angepatzt. Schaust du mal her, Fuchsi Muxi. Die anderen Kinder sind alle jetzt reingegangen. Die großen Kinder haben jetzt Zimmeraufräumdienst, weil die in den Ferien, nicht nur in den Ferien, aber ja, die haben jetzt ihre Zimmer da unten ein bisschen verwüstet, deswegen müssen die jetzt aufräumen. Und die Lara wollte reingehen, die wollte mich bei der Michelle sein. Ja, wir haben jetzt gebruncht, also wir frühstücken immer ein bisschen später, also wir frühstücken jetzt nicht so, wie wenn jetzt normal Kindergarten oder Schule wäre, sondern eigentlich, wie so? Also immer ein bisschen später, wir gehen aber auch ein bisschen später schlafen. Also das ist bei uns in den Ferien so ganz gang und gäbe. Ich habe jetzt letztens einen Kommentar gehabt von einer Zuschauerin, die immer ein bisschen provokante Kommentare schreibt, immer so ein bisschen gehässig. Und da stand halt so, oh, ihr kocht um 21.30 Uhr, da schlafen meine Jungs schon. Und dann viele lachende Smileys und so. Und normalerweise, also habe ich überhaupt kein Problem mit solchen Kommentaren. Aber wenn ich vermehrt merke, dass diese Person vermehrt solche komischen, gehässigen Kommentare schreibt und nie irgendwas Nettes, immer nur irgendwas bisschen Gemeines, dann, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, auf das habe ich dann ehrlich gesagt gar keinen Bock und das ist mein Kanal und wenn irgendwer Bock hat, hier bei mir Fehler zu suchen oder zu streiten, das wird bei mir dann ausgeblendet. Also solche Leute werden dann bei mir blockiert, weil, ja, also das ist nur so, das wollte ich auch nochmal so erwähnt haben, weil es sind unsere Kinder, es ist unser Haushalt. Ich meine, ich habe 4 Kinder, die sind alle super brav, super gut erzogen, super gut in der Schule, sind alle gesund. Und wenn wir in den Ferien ein bisschen länger wach sind und länger ausschlafen, dann ist das nichts Schlimmes. Und dann muss man jetzt auch nicht so gehässig sich als die Obermutti hinstellen, dass man seine Kinder so und so früh ins Bett bringt. Jeder kann machen, wie er will. Ich bin auch kein Mensch, der über andere urteilt. Aber ich will auch nicht, dass ich solche doofen Kommentare unter meinen Videos sehe, weil ich lasse euch ja hier an unserem Leben teilhaben. Manchmal gibt es langweilige Tage, manchmal gibt es spannende Tage, wie das Leben halt so ist. Manchmal bin ich krank, manchmal muss ich kotzen, manchmal, keine Ahnung, wisst ihr, wie das ist. Und ja, ich wollte das nochmal erwähnt haben, weil es mir dann schon... Oh, was hat sie gemacht? Hat sie jetzt Laras Sandalen angezogen? Ui. So, Luisa ist jetzt gestolpert. Und hiermit beende ich auch dieses Statement, was ich... Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, 99% von meinen Zuschauern sind aber die meisten... Also sind super lieb, kriegst super liebe Kommentare. Immer viel Support, aber da gibt es halt immer einen Hans-Peter dabei, der glaubt, hier mich zu kritisieren oder sich besser darzustellen. Sowas mag ich gar nicht. Weil im realen Leben mag ich solche Menschen auch nicht und habe auch nicht solche Freunde. Deswegen wird es unter meinen Kommentaren sowas auch nicht akzeptiert. Deswegen, ja, just want to say that. Wir trinken jetzt auf jeden Fall noch unseren Papa seinen Kaffee, ich meinen Kakao. Und danach müssen wir rein ein bisschen was arbeiten. Ich habe euch das ja schon mal in einem Video gesagt, dass bald Schmuck kommen wird bei mir im Online-Shop. Und das kommt jetzt bald demnächst. Das müssen wir noch ein paar kleine Details dafür halt einrichten und Sachen machen. Und das werden wir jetzt machen. Und danach fahren wir noch zum Ikea, weil die Michelle hat in letzter Zeit so eine Augenentzündung.
bei den Augen. Und das haben wir jetzt vermehrt, ist uns aufgefallen, dass sie das nach dem Aufwachen hat. Da hat sie ganz rote Augen. Und ich vermute, dass es irgendwie am Polster oder an der Bett. Und vielleicht kaufen wir so einen Allergiker-Polster und Allergiker-Decke. Mal schauen. Was will sie? Du darfst dir das nicht lassen. Ja, natürlich. Das ist die Insekten. Lisa will unbedingt ein Insektenspray. Lisa, das ist aua, Bubu. Schau, dein Kakao wird kalt. Komm, komm. So, der Papa muss sowieso die Dose wegbringen, weil sonst gibt es ja kein Paradies. Ja. Na gut, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall mal unser Zeug hier trinken und dann später. So, meine Lieben, mein Kopf raucht und der vom Papa auch. Wir sind jetzt aber am Computer fertig und ich esse jetzt eine Kleinigkeit. Ich mache mir jetzt so einen Misch aus Sauerrahm und Hüttenkäse und esse das jetzt, weil ich muss immer aufpassen. Ich habe so gewisse Uhrzeiten. Also ich muss so circa alle 4 Stunden essen, sonst wird mir einfach schlecht und ich nehme dann einfach keine Rücksicht, ob die Kinder jetzt auch Hunger haben, weil manchmal haben die Kinder gar keinen Hunger und ich muss aber was essen und sowas essen die Kinder eh nicht. Aber der Papa hat jetzt, will jetzt für die Kinder. Müsst ihr jetzt für die Kinder Frankfurter machen? Ja. Weil wir wollen ja dann zum Ikea und ich will jetzt nicht hungrig los, weil, ja, vor allem nicht mit den Kindern. Wer kennt ihr das? Das Mysterium, sobald man bei der Tür raus ist, ist man hungrig. Das passiert uns oft. Nicht nur den Kindern, sondern auch uns Erwachsenen. Und dann müssen wir immer unterwegs irgendwas essen. Das ist immer voll schade eigentlich, weil wenn man zu Hause Essen hat, dann gibt man doppelt Geld aus. Ja, man kann ja sicher sich mal auswärts was gönnen, aber nicht immer, ne? Auch ein Luxusding dann, ne? So, so schaut das aus. Ich nehme immer so die Hälfte von dem, die Hälfte von dem, vermische es dann und esse das heute mit Brot, weil es keine Polenta gibt. So, die Michelle und die Lara wollen nicht mitgehen. Nein, die Lara nehmen wir mit. Die Michelle und der Patrick wollen nicht mitgehen, deswegen bleiben die dann zu Hause. Wir gehen dann nur mit den 2 Kleinen zum Ikea. Ja, das ist halt so. Die Großen wollen meistens nirgends mehr irgendwo mit uns mit, außer wir gehen irgendwo natürlich einen Ausflug oder sowas machen. Aber ja, so ist das halt. Die chillen halt gern zu Hause dann. Ich bin jetzt fertig mit Essen, jetzt gibt es für die Kleinen hier. Und dann. Frankfurter. Mit. Und Wasser. Und danach machen wir uns auf die Socken zum Ikea. Ja, hast du dein Baby auch was zum Trinken gegeben? Aha, immer essen und dann trinken. Auch trinken Wasser. Mein Baby ist Wasser. Gibt sie auch ihren Babywasser? Die Lisa hat hier ein Playmobil-Baby. Ich habe meine Steinhalle gegeben. Baby ist sie mit mir. Ah, Lisa, ah. Erstens immer die Babywand essen und dann ich. Alles klar. So, meine Lieben, wir sind jetzt beim Ikea angekommen. Mit den 2 Kleinen. Lisa. Und Lara. Der Baba ist jetzt schnell auf Toilette gegangen. Und hier bei Ikea muss man keine Maske tragen, es gibt Leute, die tragen eine, aber die meisten tragen keine. Und ich trage dann halt nicht so gerne eine wegen der Schwangerschaft. Ich bin immer so ein bisschen kurzatmig. Ich meine, mich stört es nicht, so eine Einwegmaske zu tragen, wenn ich jetzt mal kurz Lebensmittel einkaufen gehe. Aber wenn ich es nicht muss, dann verzichte ich dann gerne drauf. Weiß nicht. Ja, also es sind ja auch ganz viele Menschen, die jetzt keine haben. Deswegen fühle ich mich jetzt auch nicht so schuldig, weil viele haben mir auch voll viele haben mir auch geschrieben, dass als schwangere Mann gar keine Maske tragen muss. Aber
auf diese Diskussion habe ich gar keinen Bock, weil es gibt sicher Leute, die einen blöd anmaulen. Naja, das Schwangere muss man schon mal sagen, aber ich habe auch keinen Bock auf die Diskussion mit manchen Menschen. Gut, wir sind jetzt auf jeden Fall mit Kier, der Papa ist jetzt wieder da. Oh, gehen wir? Schauen wir oben. Ich teile mit dir. Der Papa, der schaut mal, als typischer Rumäner wird mal nachgeschaut, ob Bares drin ist. Na, wir haben auf jeden Fall uns hier diesen Schrank angeschaut. Also Schrank, wie nennt man das? Klamottenaufhängevorrichtung oder so. Weil wir wollen uns eventuell ein größeres Bett zulegen. Und dann brauchen wir halt mehr Platz. Und das wäre cool. Aber wir haben auf jeden Fall mehr Klamotten als da. Wir müssten auf jeden Fall nochmal eine Runde ausmisten. Oder du kannst deine Klamotten bei den Hühnern aufhängen. Wie Adam und Eva. Nackig. Blätter. Ah, Blätter. Wir haben einen Nussbaum im Garten. Können wir uns jeden Tag frische Blätter holen? Das geht sich das ganze Jahr aus. Geil. Papa hat so einen Plan. Was? Die Luisa hat ein Babybett, eine Babywippe gefunden. Ist das schön? Oh. Was ist das für ein Mausi-Gesicht? Mama! Du hast echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mama, ich hab Hunger. Das Baby von der Lara muss jetzt der Papa schleppen. Und der Papa hat... Ich bin schon vorher. Du brauchst keine Übung mehr, du hast schon viermal geübt. Expertmodus. Ja. Veteran. Schau dir, Luisa schaut ganz. Luisa, was ist mit Papa los, ha? Luisa? Mama, ich hab Hunger. Was macht der Papa, ha? Geh mal bitte. Das gehört, hat eine genießt und hat gesagt, Corona, hat sie geschrien. Da hat jetzt jemand genießt und hat jemand geschrien, Corona. Die Lara macht Hausaufgaben. Papa, geh mal bitte. Kannst du mir ein Tuch geben, bitte? Ich bin nackig. Ein Taschentuch? Ist recht. Du bist ein Kasperl, wirklich. Du bist so doof. Ich will auch ein Tuch. Kannst du mir rücken, was ich? Nein. Ich mach, Papa. Dankeschön. Wir werden hier noch verhaftet, Papa, und kriegen Hausverbot. Gratis duschen. Hallo? Papa duschen. Hallo? Luisa, für dich, Luisa. Das Vergiss das Baby nicht. Voll frisch. Du bist so doof. Jedes Mal dieselbe Kacke mit dem Papa. Was macht ihr jetzt? Komm, gehen wir weiter. Was? Nein, finde ich gar nicht. Ja, ist dein Baby runterfallen? Geh mal. Ich habe eine Kommode gefunden, die ich echt toll finde. Kommode und dann, schon, es gibt es auch in schwarz, aber weiß ist cooler, oder? Na, weiß, ich mag den Zimmer heller, den ja. Größer. Ja. Schaut nice aus, oder? Alles gut organisiert? Nein, deswegen sind wir da. Na, dann gehen wir. Es gibt keine Care ohne Kuscheltierkauf, deswegen hat die Lara noch einen kleinen Panda abgestaubt. Und die Luisa hat einen Mini-Affen. Luisa, check mal den Mini-Affen. Luisa ist von Lucia. Ja, und ein Teddybär. Und einen kleinen Handy. Ja. Sehr gut. Jedes Mal, oder? Wenn wir mit den Kleinen da sind. Ja. Kuscheltier. Und dann knabber die Sophia nicht. Nee. Schau, der Affe ist im Zoo. Mein Panda-Bär ist auch im Zoo. Ach, schau, mein Panda-Bär ist im Zoo. Mein Panda-Bär. Wie wäre es mit neuen Tassen, Papa, und wir hauen unsere alten Tassen? Schatz, warum soll ich was schmeißen? Warum soll ich was kaufen, wenn ich schon habe? Dann muss ich aber das ist hässlich, was wir zu Hause haben. Wir werden alle irgendwann einmal hässlich. Schmeißen wir uns weg. Was? Alten Raumtitel. Luisa hat Autohunger. Autohunger? Das heißt was? McDonald's? Sie mag wahrscheinlich was im... Ja. McDonald's! Ja, McDrive. Ja. McDrive nach Hause. Papa ist der Beste. Nimm eine Möglichkeit, um Geld auszugeben. Als ob das ein Hobby von mir ist. Ja, Geld ja. Frauensport. So, fertig mit Ikea. Zeige ich dann, was wir gekauft haben. Und jetzt sind wir kurz.
Bei uns ist weiter zu Hause. Ich muss so lachen. Der Papa regt sich immer so auf. Ich habe einen leichten Hunger. Ich habe nur 2 Cheeseburger bestellt, aber für die Kinder haben wir halt so Happy Meals. Der Papa. Ist so lustig. Du machst mich pleite. Sorry. Wisst ihr, wenn ich einen Hunger bekomme und ich nicht esse, dann geht das in Übel. Wo ist mit deinem Baby? Ist dein Baby runtergefallen? Die schwangere Frau nerven alle, glaube ich. Nee. Ja. Lisa, jetzt ist egal, jetzt müssen wir die Spielsachen sowieso weggeben. Jetzt kommt dein Essen. Kann der Bär darf da bleiben. Nein, Lara, der muss runter, weil sonst geht's nicht. Dankeschön. Alles klar. Was auch? Was heißt das? Ja, schau, fahr mal weiter. Ich muss so stimmen. Wieder zu Hause. Und der Baba hat die Sachen schon verräumt. Die Michelle hat auf jeden Fall eine Decke bekommen. Die hat sie schon unten. Der Baba liebe solche Gläschen. Hat sich Gläschen geholt für Gewürze. Einen habe ich noch. Ja. Wir haben nämlich umgestellt. Die Naschlade wurde zu allerlei Lade. Also, Haferflocken, Pups, Leinsamen, Flohsamen und so weiter. Alles da. Bin mega stolz auf unsere Lade. Und hier ist so die großen Sachen dann drin, gell? Ja, das geht sie da nicht aus. Und dann haben wir doch für die Kinder so Handtuchhalter geholt. Das sind zum Raufpicken. Mit so 3M doppelseitigem Klebeband. Weil der Bauer ist kein Freund von Löcher bohren. Dann haben wir 100 Stück Teerkerzen. Was? Teer? Teekerzen. Ich muss jetzt zu Lisa, die Lisa ist ziemlich grumpy. Ich werde jetzt, wir werden jetzt eh nichts mehr machen. Du, Baba, Die haben wir auch noch bekommen. Stimmt. Das. Die Lisa braucht die Mama, glaube ich, ein bisschen. Wer braucht deine Mama nicht? Oh, sie ist ein bisschen heute nicht so gut drauf. Oder jetzt gerade eben. Ist schon gut, Schatz, ist schon gut. Auf jeden Fall, wir werden jetzt irgendwas mal Großartiges machen. Ich werde jetzt noch ein Bild machen, deswegen habe ich mich in meine Wochenbild-Outfit geschmissen. Und der Baba wird was ganz Kleines hier ausnehmen, weil der das bei McDonald's nicht gegessen. Die großen Kinder haben schon zu Hause was gegessen. Und ja, deswegen werde ich mich vom Vlog verabschieden, weil ich werde mich jetzt genüsslich danach ins Bett legen. Ich bin kaputt, ich sag's euch, dieses Herumgehen, ich schaffe das nicht lange. Aber zu McDonald's hast du noch geschafft. Ja, da bin ich gesessen. Das war ein Wahnsinn, oder? Na gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Dann nehme ich euch mit, wenn wir zum Frauenarzt gehen. Vielleicht wieder bei McDonald's, wer weiß. Wer weiß. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.